Sersen, hier ist der Tommy von der Musikboutique. Ich habe heute für euch eine Western-Gitarre vom Herbert Riedl. Der Herbert Riedl war ein Gitarrenbauer bei Höfner gewesen, hat aber auch selber Gitarren gebaut. Sein Vater war Geigenbauer in Bubenreuth und von dem hat er die Hölzer, aus der diese Gitarre hier gebaut ist. Das heißt also, die Hölzer sind mindestens 50 Jahre alt. Laut Herbert Riedl ist die Gitarre von 2014 vollmassiv gebaut. Hat so ein paar Specs, die man nicht unbedingt bei jeder Western-Gitarre findet, die man serienmäßig kaufen kann. Das ist zum einen die Korpusform ist ziemlich eigen. Erinnert so ein bisschen an eine Klassik-Gitarre, ist aber ein ganzes Stück größer. Wo wir gerade bei Größen sind, die Mensur der Gitarre beträgt 64 cm. Der Hals ist 43 mm am Sattel breit. Und der Sattel hat auch einen Nullbund. Zeige ich euch mal. Das finde ich ganz interessant, weil dadurch die leeren Seiten genauso klingen wie die gegriffenen Seiten, weil sie erstmal über einen Bund drüber laufen. Hat man früher eigentlich immer gemacht, oder deutsche Gitarren aus den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren waren zumindest sehr häufig so gebaut. Mittlerweile macht man das eher weniger. Es gibt von Zero Glide gibt so Nullbünde, die man sich nachrüsten kann. Aber das lenkt jetzt vom Thema ab, wir sind ja bei der Gitarre. Die Kopfplatte, wenn wir gerade oben sind, ist aus geriegeltem Ahorn. Also hat ein Riegel-Ahorn-Furnier aufgesetzt. Wir haben geschlossene Klusen-Style-Mechaniken mit Tulpenflügeln. Auf der Kopfplatte ist auch, mal schauen, ob man das was lesen kann, da ist so eine Messingplatte drauf. Also der hat kein Logo aufgebracht. Und steht also Herbert Riedl, Bubenreuth. Massives Fichte, Palisander, Ahorn. Sprich, wir haben eine massive Fichtendecke, die mittlerweile eine sehr schöne Patina hat. Hat auch ein paar Gebrauchsspuren drauf. Was ich ganz schön finde, ist diese handgearbeitete Rosette. So wie die Zemaitis-Gitarren auch oft haben, so eine Sonne. Wir haben ein Palisandersteg, der in der Höhe verstellbar ist durch diese zwei Schrauben. Das finde ich auch ganz interessant. Man muss also jetzt nicht irgendwie die Steganlage runterfeilen oder eine neue einsetzen, wenn sie einem zu niedrig ist, sondern kann das mit diesen zwei Schrauben hier justieren. Die Saiten werden auch nicht mit Bridge Pins festgehalten, sondern wie bei einer Klassik-Gitarre von hinten durchgefädelt. Dadurch haben wir ein bisschen offeneren, brillanteren Sound. Griffbrett ist auch aus Palisander und ist mit einem cremefarbenen Kunststoffbinding eingelassen. Was ich da ganz witzig finde, der hat auch auf der der hat auch auf der Unterseite Punkte. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie ich beim Spielen auf die unteren Punkte schauen soll, aber sie sind zur Sicherheit einfach mal drauf. Oben, also auf der rechten Seite, haben wir auch Punkte drauf, das macht ja Sinn. Sonst haben wir auch die Dots im Griffbrett mit drin. Der Korpus ist auch aus geriegeltem Ahorn. Das ist immer ein bisschen schwierig in den Videos zu zeigen. Ich denke mal, vom Boden sieht man es ganz gut. Also der Hals liegt sehr gut in der Hand, ist nicht besonders dick, aber hat schon ordentlich Fleisch. Wir haben insgesamt 22 Bünde drauf, so Medium Jumbo, die wirklich sehr gut verarbeitet sind. Also man spürt wirklich überhaupt nichts, wenn man hier drüber geht. Schön abgerichtet, es schnarrt nichts, wunderbar. Ja, und jetzt schauen wir doch einfach mal, wie die ganze Kiste klingt. Wir machen wie immer erstmal ein kleines Picking und danach ein Strumming, dass wir beide
Spieltechniken so ein bisschen raushören kann. Ich finde schon erstaunlich, wie die nachklingt, was die für einen Nachhall hat. Gut, das ist eine eingespielte Gitarre, merkt man halt. Jetzt machen wir ein paar Akkorde zum Strummen. Klingt und klingt und klingt. Aber wirklich tolles Meisterinstrument eigentlich schon fast. Ist ja auch vom Gitarrenbaumeister gebaut. Ja, wenn ihr die Gitarre mal anchecken wollt, kommt gerne vorbei. Ich verlinke euch die auch unten mal in den Shownotes. Könnt ihr euch auch nochmal Bilder und die Infos anschauen. Ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wir bringen immer wieder mal Produktneuheiten hier auf dem Kanal oder zeigen euch, wie ihr eure Gitarre modifizieren könnt oder kleine Reparaturen vornehmen könnt. Wir bringen auch immer wieder mal irgendwelche Infos zu verschiedenen Stimmungen, was sind Unterschiede von und so weiter. Wie gesagt, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr immer sofort Bescheid, sobald wir irgendwas Neues hochladen. Dann würde ich sagen, bis demnächst. Sassen.